Hallo, ich möchte jetzt kurz hier mit Blender zeigen, wie man von dem Blender-Renderer, der jetzt hier aktuell eingestellt ist, auf den Cycles-Renderer umstellt und dann auch vernünftige Bilder kriegt. Also erster Schritt, von Blender-Render auf Cycles-Render ändern. So, dann gibt es hier die Lichter, die funktionieren nur beim Blender-Render, das heißt, die können wir eigentlich direkt vergessen. Bei Cycles wird das Licht immer von Objekten abgestrahlt, das heißt, wir generieren uns jetzt hier oben mal ein neues Mesh, eine Plane, die machen wir ein bisschen größer, rotieren die ein bisschen, so, das ist jetzt unser Licht, und damit jetzt da Licht rauskommt, müssen wir jetzt hier ein Material hinzufügen, das geht hier, sagen wir neu, das Material nennen wir mal Licht 1, das heißt hier auf dem Surface wähle ich als Typ Emission aus, kann dann hier noch eine Farbe auswählen, also ein bisschen gelb zum Beispiel. Und wenn ich hier dann von Solid auf Rendered umstelle, kann man sehen, wir haben hier auch ein Licht. Jetzt kann man das Licht hier mit dem Strength auch noch ein bisschen intensiver machen. Dann kommt da ein bisschen mehr Licht raus. Man kann die Fläche auch größer oder kleiner machen. Wenn man unten jetzt noch einen Boden und so macht, wird das Licht auch von den anderen Flächen entsprechend reflektiert. Das passiert aber völlig automatisch, muss man nichts machen. So, jetzt brauche ich eine Textur auf meinem Knubbel hier. Dann wähle ich jetzt mal aus mit rechts. Sag hier neues Material. Nenne das jetzt mal Holz. So. Dann sage ich hier Use Node. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Trick 17. Man muss neben Color auf diesen Knubbel hier klicken und hier gibt es dann eine Image Texture. Die wählen wir aus. Wir sehen schon, es hat sich jetzt was verändert. Aber ich habe noch gar kein Image ausgewählt. Das machen wir jetzt hier mit Open. Sind hier natürlich völlig falsch. Gehen dann hier in mein Texturenverzeichnis. Ich habe jetzt nur mal kurz gesucht. Wählen uns jetzt hier irgendwas aus, zum Beispiel Kernholz. Sagen Open Image. Tada! Wir sehen aber gar nichts. Also irgendwas passt jetzt noch nicht. Gibt es noch einen kleinen Kniff. Hier steht Vektor. Wir klicken da drauf und müssen jetzt hier Texture Koordinaten Generated anklicken. Padam! Hier ist unser Kernholz. Sieht jetzt so aus. Jo, das war's eigentlich schon. Mehr braucht man eigentlich fast nicht zu wissen. Danke und tschüss.